Und da sind wir wieder bei Prison Architect. Und wir haben ja jetzt eine Werkstatt. Wir haben einen Putzmittelraum, der keinen Strom hat. Auch gut. Krieg da erstmal Strom. Jupp. Puff. Und dann würden wir uns unseren Aufgaben wieder zuwidmen. Zuwenden. So. Weisen Sie in der Wir würden erstmal die Häftlingseinlieferung auf Stufe 10 runtersetzen. Damit Ihr Gefängnis nicht überfüllt wird, gehen Sie erst zu Berichte. Das ist da unten. Rechts unten steht auch da. Dann zur Einlieferung und stellen Sie die Einlieferungsstufe mit Hilfe der Schaltfläche auf 10 herab. Zack. Berichte. Einlieferung. Auf 10 herabsetzen. Gut. Warum kriege ich keine? Na gut, kriege ich halt nur mittlere und hohe Sicherheitsstufe. Wenn sonst nichts ist. Warum haben die hier? Egal. So, dann sollen wir eine Auslieferungszone in der Nähe der Straße festlegen. Das ist die Straße, das ist der Müllraum. Und direkt daneben werden wir die Auslieferungszone festlegen. Postraum, Exporte, Personalraum. Bücherei, Postbetrieb. Moment. Hier. Nee. Danke für keine Infos. Was wohne ich? Kantine, Lieferungsraum, Lagerraum, Hof, Dusche, Bücher, Müllraum, Werkstatt, Sicherheit, Büro, Krankenstation. Nein. Das könnte es sein. Ich würde mal sagen, das hier ist es. Yep. Ja, es sollte reichen. Weiß. Jo, damit haben wir alles gemacht, was wir sollten. Und schon ruft der Doktor an. Ja, bitte. Ich habe es geschafft, den Sicherheitschef, Verzeihung, dazu zu überreden, im Falle von morgens Familienbesuch eine Ausnahme zu machen. Bin ich nicht der Sicherheitschef? Und eine lange Schlange. Guten Tag, Sir. Terry Morgan. Ich bin hier, um Henry Morgan zu besuchen. Hinter die Linie. Welch netter Mensch. Tut mir leid. Ich möchte Henry besuchen. Henry Morgan. Er ist mein Mann, Sir. Zum letzten Mal. Hinter die Linie. Sofort. Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Und alle gehen zurück. Ist so Polonaise-Feeling. Okay, kommen Sie nach vorne. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Schon leicht gespaltene Persönlichkeit. Der kann sich auch nicht entscheiden, was er macht. Name? Kerry Morgan, Sir. Ich möchte Henry Morgan besuchen. Und das hier ist seine kleine Tochter. Zumindest erzählen Sie ihm das nicht. Sie ihm das, nicht wahr? Sie können durchgehen. Mich netter Mensch. Carrie. Tut mir leid, da gab es einen Fehler. Morgan hat sein Besuchsrecht eingebüßt. Hä? Was? Tut mir leid. Wir haben heute Morgen Schnaps in seiner Zelle gefunden. Da kann ich nichts machen. Ich bin 2 Stunden hierher gefahren. Meine Tochter weint. Das ist nicht fair. Wenn Sie Fairness wollen, fahren Sie nach Disneyland. Fair ist, wenn Sie Goldfische gewinnen und Hotdogs essen können. Das gibt es hier nicht. Sehr seltsame Einstellung zum Thema Fairness. Bitte geben Sie ihm das hier.
Und Bild. Mach ich. Er wird eine ganze Weile keine Besucher empfangen. Soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein, ich habe nichts auszurichten. War ein kurzer Besuch. Nein! Da bricht eine Welt zusammen. Halt! Das könnt ihr nicht machen. Lasst mich mit ihr sprechen. Da randaliert einer. Ihr verdammten Bastarde. Ja. Das ist sehr enttäuschend. Es ist so schwer, Möglichkeiten zu finden, um diesen Männern wirklich zu helfen. Sie müssen etwas beigebracht bekommen, damit sie sich selbst helfen können. Ich glaube, es ist eindeutig, dass unser Besuchertrakt überarbeitet werden muss. Die Familien stehen bis vor die Türschlange und wir haben einfach nicht genug Platz, um mit diesem Andrang fertig zu werden. Bauen Sie einen brandneuen Besuchertrakt. Unabhängig von dem, was morgen widerfahren ist, wird das sicher einen positiven Effekt haben und außerdem ist er nicht unser einziger Insasse mit Familie. Ich habe etwas recherchiert und habe zu meinem Erstaunen herausgefunden, dass viele dieser Insassen nur die Grundlagen des Rechnens und des Schreibens beherrschen. Das müssen wir ändern. Eröffnen Sie einen neuen Unterrichtstrakt mit Klassenräumen und stellen Sie externe Lehrer ein. Ohne Bildung bleibt diesen Häftlingen nur die kriminelle Laufbahn übrig. Ja, was soll ich dazu sagen? Bildungssystem und so, ne? Und wir müssen immer genug Platz für neu ankommende Häftlinge zur Verfügung stellen. Bauen Sie unsere Kapazitäten weiter aus, damit jeder Häftling eine anständige Zelle erhält. Okay, es sind jetzt viele Anforderungen auf einmal, ne? Guck mal, wir sollen ein Berufsausbildungsprogramm durchführen. Wir sollen einen besseren Besuchsdienst ermöglichen. Dann sollen wir Häftlinge ausbilden und erweitern der Kapazität des Gefängnisses. Ja, was machen wir denn zuerst? Da wir hier drüben extrem viel Platz haben, werden wir das alles hier drüben hinbauen. Ja, habe ich jetzt so meinen Schied, ne? Ja, aber wie? Ich würde sagen, hier nochmal so einen riesigen Anstalt wie da, direkt daneben. Und hier unten die ganzen Räume, in denen sie was machen können, klingt erstmal nach einem Plan. Genau. Wie machen wir das? Erstmal Personal. Möchte ich hier 5 Hausmeister? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier 5 Hausmeister. 2, 3, 4, 5. Weil das sieht aus wie bei Hempel unterm Sofa. Ne? Dann will ich hier mal kurz wenigstens Betonplatten machen. Das sieht scheiße aus. Puff. 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 Dann gehen wir in die Planung. Wände. 1, 2, 3, 1. So, pro 3 Meter ist ein Gefängnisraum. Also werden hier schon mal 5. Der ist 4 lang. Zack. Zack. Nee. Dann kommt ja hier noch ein Weg. So, Knastraum. Knastraum. Knastraum, Knastraum. Hey. Knastraum. Zack, 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 zack. Objekte. Tür, 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 Tür,
Tür. Ja, warum ist da kein Wasser? Warum hat der junge Mann kein Wasser? Das verstehe ich, wer will ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum der kein Wasser hat. Aber das können wir ja ändern. Wir müssen ja eh ein großes Rohr machen, damit wir den Rest da hinten anschließen können. So, Knast, Weg. Ja. Weg, warum bei Planung? So, kommt das nämlich weg. Ist ja nur ein einstufiger Weg, das ist doof. Ich mag lieber so die zweistufigen Wege. Zack, weg. Gut. Dann nehme ich hier eine Wand. So. Und hier ein Knast. Zack. Zack. Oh, es passt ja perfekt, wie geplant. Puff. Das war jetzt doof. 1, 2, 3, zack. Da und da. Das wird mein Weg, genau. Können wir nämlich hier nochmal Zellen machen. Zack, wie sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 12, nur 17. Das ist doof. Ja, müssen wir halt doch weitermachen. Unser Knast soll schöner werden. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. So, noch ein Knast. Dann bauen wir hier nicht die Dusche. Zack. 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 So. Und hier können wir dann nämlich noch Zellen anschließen. 1 bis 15. Ja, auch bis 15. Hallo, Autosave. 1, 2. Ey, die Planung ist immer so aufregend. Ich weiß, sorry, aber es muss auch mal sein. Zack, weil gute Planung ist ja bekanntlich die halbe Miete, ne? Zack. Jetzt ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ich bin ja doof. Zack. Ich weiß auch, woran es liegt. Und zack. 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 Nein. Missy.
So. Zack. Hier machen wir dann zu. Genau. Können wir nämlich hier noch bauen. Zack. 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 Haben wir da noch ein paar? Dann machen wir hier einen Durchgang. Da passt gar kein Knast mehr, keine Zelle mehr hin. Ein Scheiß. 1, 2, 3, puff. 1, 2, 3. Ja. Zack. Zack. Das war gerade doof, oder? Nee, ich habe heute einen Todesfall. Nee, das hier ist gerade sinnlos. Hier noch zwei hinmachen. Genau. So. Dann die Objekte. Hier kommt eine große Gefängnistür. Hier kommt eine große Gefängnistür. Ja, die kriegen direkt Zugang zu ihrem. Das klingt natürlich nach einem Plan. Zack. Zack. Da kommt eine große Gefängnistür. Kommt eine Gefängnistür. Hier kommt einer. Oh, das klingt doch mal gut. Das kommt weg. Das sind meine Türen. Was haben die denn plötzlich? Irgendwie. Also meine Wache, die gestorben ist. Das ist scheiße. Warum trägt der gerade den Leichenwagen zurück? Ist ja lustig. Egal. Nein. Die Türen. Hey. Das ist ja eine echte Fehlplanung. Da kommt eine Gefängnistür. Da. Das sollte jetzt reichen und kann nach unten erweitert werden. Was ja irgendwo unser Ziel sein sollte. Na, mal gucken. Lassen wir mal die Leute arbeiten, ne? Die dafür bezahlt werden. Können wir schon mal die Gefängnistüren einsetzen? Eine große kommt dahin. Zack. Oh, jetzt war noch eine kleine.
bin ja doof. Wieder eine große. Zack. Hier kommt eine kleine. Wenn man, wenn ich das. Nee, da kommt gar keiner. Weil. Zack. Zack. Genau, so war das geplant. Kommt nämlich da, da und da eine Tür hin. Perfekt. Und da kommt noch eine große Tür hin. Ja. Und ich habe eine Hummel im Raum. Hallo Hummel. So, das sieht doch erstmal nach dem Plan aus. Die steht immer noch an, bis zum geht nicht mehr. Das ist gut. Während aber mein... Knast hier gebaut wird, kann ich ja hier schon den nächsten Plan. Ich sagen, wir widmen uns mal dem Besuchsdienst, ne? Für einen Besuch brauchen wir einen Besucherraum. Innenbereich, Besuchertisch, mehr nicht. Boah. Warte mal erstmal hierher bauen. So. Objekte, eine Gefängnistür. So. Ist das schon wieder? Was soll das denn? Ist halt das Problem, wenn man die Hochsicherheitsgefangenen hat. Klar bringen die mehr Kohle. Aber das Problem ist halt, dass da kein Strom ist, erstmal. Das Problem ist halt, dass die auch mehr Unruhe reinbringen, weil die sich halt nehmen wie die Axt im Walde nehmen. So, bauen die überhaupt schon was? Nee, wa? Ist ja auch keine Arbeitszeit. Hoffe ich. Oh, Verzeihung. So, das haben wir. Jetzt wollten wir hier noch den Strom anschließen. Einmal in der Mitte Strom. Verdammt. Wie weit habe ich geplant? Ja, schön, wenn man das sehen würde. Ah, da. Ja, so. Legen wir runter noch den Strom. Und nochmal hoch, das sollte rein theoretisch reichen. Hier ist schon geplant. Wird man hier rüber noch was legen. Und hier nochmal so rüberlegen. Und hier nochmal so rüberlegen. Das sollte jetzt reichen vom Strom her. Dann bauen wir gleich noch die Ziegelmauern. Nehmen wir zuerst die, die durchgängig sind, ne? Weil wir bauen ja... Oh, nett, er kommt raus. So, zack. Jemand eine Mauer vergessen. Ich weiß gar nicht, wer. Ich habe die mit eingeplant. So, haben wir das. Zack. Zack, zack, zack. Nein. Zack.
wenn die so weitermachen, setze ich wieder bewaffnete Wachen ein. Das können sie wissen. Oh, nee. Das ist aber doof. Ich hab schon wieder Wachen verloren. Gibt's doch gar nicht. So. Ich mach jetzt eine Razzia. Kann ja wohl nicht sein. Währenddessen baue ich hier mal weiter. Ich würde auch da putzen, wo gerade gebaut wird, lieber Hausmeister. Ja, wir finden doch sehr viele nette Sachen. So. Echt geschafft mit den Scheißmauern. So. Zack. Hier noch eine Mauer. Ja, die sollte ich nicht wieder durchgängig machen. Ja, Mauern braucht das Land. So. Nein. Mauer, Mauer, Mauer. So. Oh, ich könnte mal auf normale Geschwindigkeit zurücksetzen. Wenn die hier ständig so einen Aufriss machen, würde ich mal jetzt sagen, bauen wir mal fix hierher. Onkel Doktor. Weil, es kann nicht sein, dass hier ständig meine Wachen verletzt werden. Das ist nicht in Ordnung. Räume. Wo ist es? Krankenstation, ja. Im Bereich Krankenbett, ja. Dem ist so. Und dann, weil es so schön ist, kriegen die auch noch einen Bereich, wo sie weggesperrt werden. Wie gesagt, es geht gerade gar nicht, was hier losgeht. Nur am Aufstelle provozieren. Wird nämlich hier hinten dran gleich der, der Bereich gemacht, wo die ausschlafen dürfen, wenn sie frech waren. Zack. So, einmal durch, dann Strom. Die haben schon wieder die Wand weggerissen. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Räume, Krankenstation. Zack. Was denn? Ja, Krankenbetten kriegt er auch gleich noch. Erstmal kriegen sie weiße Fliesen als Untergrund. Dann Objekte. Krankenbett, Krankenbett, Krankenbett. Da. 1, 2, 3, 4. Wer ist der Erste? Meine Wärter. Ist klar. Jetzt
brauchen wir noch zwei Ärzte. Bitteschön. Damit sie auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Ihre Krankenstation. So, da haben wir das. Machen wir mal kurz Pause. So. Können wir hier noch überall Betten reinstellen. Ups. Was cool wäre, hätten die Entwickler so einen Autobau-Modus reingemacht. Weiß, würde man gar nichts mehr machen, aber es nervt einfach nur. Wenn man hier das dritte Mal 10 Millionen Betten hinstellt. Nee. Ja. Das war falsch da. Hin soll's. Ich meine, ich mag den Wuselfaktor total, aber dieses Aufgebaue davor nervt. Einfach nur. Dann kriegt jeder noch sein Klo. Kleines Scheißhaus. Oh, wie toll. Hä, warum geht das da nicht zu bauen? Noch irgendwo, wo es nicht ging? Nein, gut. So, Lady. Ich meine, es reicht denn an Zellen erstmal, weil ich habe keinen Bock mehr Zellen zu bauen. Klar, ist ein Knast, aber warum? So, damit hätten wir die Klos. Mir gerade so auf, wie haben die eigentlich einen Erholungsraum, meine Wärter? Sieht nicht so aus. Jo, dann kriegen sie die als nächstes. Und ich setze noch fix die Türen ein. Weil dann sind die Zellen ja soweit fertig. Ein daneben. Irgendwie erinnert der Knast ja so an diese Plattenbauten in Ostdeutschland. Schön Ende, wo man hört, was der Nachbar macht, damit man auch ja weiß, wenn er gerade am Kacken ist. Gerade sein Weib beglückt.
So, noch die großen Gefängnistüren. Puff, puff, puff. Und damit sollte unserem Gefängnis erstmal nichts mehr im Weg stehen. Der Erweiterung. Schön wieder auf schnell vorwärts. Und, oh, sieht gut aus. Nur noch als Gefängniszellen deklarieren. Der pennt in meinem Bett, du sollst arbeiten. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns bei Prison Architect.